Guten Morgen zu einem neuen Video. Wir machen heute wieder Werkstatt-Vlog. Ich hoffe, letzte Woche hat es euch getaugt. Haut es mal in die Kommentare, wie ihr zurzeit die Videos so findet. Zeitlich gesehen ist es bei uns relativ schwierig. Deswegen schauen wir, dass wir einfach euch mal irgendwas aus der Werkstatt zeigen. Ich hoffe, das ist okay. Aber wir haben noch ein paar andere Sachen in Planung. Aber da wir ein bisschen Mitarbeitermangel haben momentan, können wir nichts anderes machen, außer die Vlog-Schichten. Aber ich denke, das ist trotzdem ganz cool für euch. Wir fangen heute an. BMW 650i, haben gerade schon mal eine Eingangsmessung gemacht, erstaunlicherweise ein bisschen wenig Leistung. 446 PS hat er, 449 sollte er ab Werk eigentlich haben. War jetzt auch ein bisschen verwundert, ich habe jetzt auch mit dem Kunden gerade schon gequatscht. Der Kunde hat im Vorfeld schon Zündspulen, Zündkerzen, ich glaube Injektoren, also alles was so an den Autos immer ein bisschen verreckt, sage ich mal auf Deutsch gesagt, hat der Kunde da schon gemacht, weil er selber bei BMW arbeitet. Also so Fehler gibt es nichts zu finden. Wir haben uns die Logdaten alles mal angeguckt, ob wir irgendwo schon mal sehen, Fehlerspeicher ausgelesen, alles tippitopp. Der Domi hat ihn jetzt schon ausgelesen. Ich schaue jetzt mal zum Christian, der bereitet jetzt schon mal das Basic-File vor und dann geht's los. So, guten Morgen aus der Werkstatt. Wir haben hier einen E46 M3, der kriegt von uns Getriebeölwechsel und Pleuellagerwechsel. Haben jetzt soweit die Motorbrücke schon mal rein, jetzt zerlegen wir unten alles, dass man an die Pleuellager drankommt. So, wir haben jetzt unten alles zerlegt, Achse runtergelassen, Ölwanne runtergelassen. Die ganzen Teile in die Teilewaschmaschine rein, die machen wir jetzt gleich sauber und dann fangen wir an mit dem Pleuellagerwechsel. So, der Kevin hat die ersten Lagerschalen schon rausgebaut. Wie man sieht, die obere Lagerschale schaut schon die Kupferschicht durch. Also heißt es ein Dreischichtlager. Sieht man hier ganz schön die erste Schicht, die zweite Schicht, die dunklere. Und die dritte Schicht ist die Notlaufschicht in Kupfer. Wir ermitteln jetzt das Lagerspiel mit einem Plastic Age, mit der neuen Lagerschale natürlich, dass das Lagerspiel auch mit den neuen Lagerschalen dann auch passt. Nicht, dass wir hinterher einen Motorschaden haben. So, der Kevin ist fertig mit den Pleuellagerschalen. Wir haben auch das Lagerspiel ermittelt. Originales Lagerspiel liegt zwischen 0,03 bis 0,07 mm. Wir haben jetzt gemessen zwischen 0,038 bis 0,048. Liegt also voll im Rahmen. Das Lagerspiel mit den neuen Lagerschalen passt. Die alten Lagerschalen waren schon relativ
ja, gut beieinander, sage ich mal. Wir haben hier ein Dreischichtlager. Die Kupferschicht war schon draußen, also schaut schon raus. Also der Kunde hat den perfekten Zeitpunkt erwischt. Das Fahrzeug hat 170.000 Kilometer circa drauf. Und beim E46, die haben ja ziemliche Probleme mit den Regelkolben von der Ölpumpe. Den haben wir auch überprüft. Regelkolben war in Ordnung soweit. Hat noch keine Einlaufspuren gehabt und haben wir auch vermessen. Es hat soweit alles gepasst. Ja, dann baut jetzt der Kevin weiter zusammen und dann geht's dann zur Achsvermessung. Many things have changed, and nothing's quite the same. Tryna let go of the past, but there's so much left in my mind. Don't worry about my time, cause I'm living my life just fine. In the end, I know I can't live without you, but it felt like you left so soon. Leaving echoes in my room, leaving echoes in my room. Yesterday was left in paradise, all echoes in my room. Leaving echoes in my room, leaving echoes in my room. Yesterday was left in paradise, and there's nothing else I can do. So, wir sind jetzt fertig mit Bläulagerwechsel, haben Getriebeölwechsel auch schon durchgeführt. Jetzt lassen wir ihn mal laufen, ob er dicht ist, alles am Motor. Und dann müssen wir noch zwei Spurstangen vorne links und vorne rechts reinmachen, weil die so festgerostet sind. Wir haben es versucht gangbar zu machen, aber es funktioniert nicht. Da kriegt er jetzt noch zwei neue Spurstangen und dann geht es zum Achsvermessen. So, E46 ist zwar zusammengebaut, der hat noch Spurstangen und Köpfe bekommen. Da die so verrostet waren und immer aufgingen, haben wir den Kunden nochmal Rücksprache gehalten und die erneuert soweit. Die sind heute gekommen. So, noch kurz eine Achsvermessung, Probefahrt und dann kommt auch der Kunde schon zum Abholen. Reminisce on the weirdest things, all the simple things that tied in with all the moments I spent with you. It's sometimes I wonder if you think about me too. Many things have changed, and nothing's quite the same. Tryna let go of the past, but this always left in my mind. Sauderle, also das Auto ist soweit fertig. Wir haben jetzt 570, 575 PS, 800 Newtonmeter. Diagramm sieht auch mega aus. Vielleicht blenden wir es unten kurz ein. Sieht auf jeden Fall echt top aus. Wir spannen ihn jetzt mal ab, gehen noch kurz auf die Bahn, schauen noch mal auf der Straße, ob alles schön läuft und so, ob alles gut schaltet. Und dann geht's weiter zum nächsten. So, Abgasanlage ist draußen, die alte. Die neue Grail-Abgasanlage haben wir hier liegen. Für den Mustang 5 Liter müsste das, glaube ich, sein, was man so an der Seite sieht. Ja, bauen wir rein. Dann schauen wir mal, wie es sich anhört. Ja, wir haben jetzt noch, wie ihr seht, noch einen anderen Diffusor hingebaut, weil der Original ist Doppelrohr, links, rechts und jetzt hat es Vierrohr. Man kann auch den Originaldiffusor ausschneiden, schaut aber nicht so schön aus wie ein Diffusor, was auch dafür passt. Ja, schrauben wir den noch fest und dann geht es weiter mit den Endroblenden einrichten und dann sind wir fast schon fertig, dann geht es zum Soundcheck. Now I made some mistakes, I can't even lie.
Abgasanlage ist drin, Diffusor ist drauf, eingestellt ist auch alles, Steuerung ist drin. Jetzt gibt es so einen Soundcheck und dann ciao. My will to survive is what kept me alive.